So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich habe ein bisschen mit Entsetzen gesehen, dass gar kein Kollege da ist. Kann das sein oder habe ich wen übersehen? Das heißt im Umkehrschluss auch, dass Sie gleich alle nach der Veranstaltung zu mir kommen dürfen mit Ihren Bescheinigungen, sofern Sie welche benötigen. Für die externen Teilnehmenden, da gucke ich jetzt einfach mal Sie an. Hier vorne liegen wieder Listen, da können Sie sich eintragen mit Adresse, E-Mail und so weiter und bekommen es dann entsprechend im Nachgang zugesendet. Ich will es auch gar nicht zu lange machen. Ich freue mich, dass Herr Kuczynski mit seinem Kollegen, dem Herrn Olejnikow, zu Gast sind bei uns und was berichten wollen oder werden zum Einsatz von thermischer Gebäudesimulation in der Praxis. Wir kennen uns aus einigen Projekten auch tatsächlich. Insofern weiß ich, dass es relativ, also relativ, lasse ich jetzt weg, dass es spannend werden wird. Hoffe ich, denke Vielleicht. ich, bin ich mir sicher. Und habe ihn gebeten, auch ein bisschen zu erzählen, wie das Büro so strukturiert ist, was vielleicht auch zukünftige Trends sind in solchen Generalplanungsbüros für Sonderbauten, nenne ich es mal, für Laborgebäude und dergleichen mehr. Und nicht nur über ein Tool zu sprechen, wie in einer Softwareschulung. Nichtsdestotrotz heißt ja die Veranstaltung eben Baupraxis. Das heißt, Sie sollen ja zukünftige Arbeitgeber auch kennenlernen. Wir versuchen, und ich bin optimistisch, dass das funktioniert, die Veranstaltung auch aufzeichnen. Sie können sich das also im Nachgang auch gerne nochmal als Video angucken oder eben Ihren Kommilitonen empfehlen, das anzusehen. Das werden wir dann auf die Homepage entsprechend stellen. Insofern benehmen Sie sich, alle, die jetzt unterhalb oder vor dieser Kamera da oben sitzen, werden also aufgezeichnet. Ich gehe mal nach hier. Falls Sie sich also noch umsetzen wollen. Ich gehe mal hier rüber. Okay, gut. Ja, Michael, du stellst dich Ja. selber vor und ja, Ihnen wünsche ich einen spannenden Vortrag. Ist ein wenig ungewohnt hier mit dem Mikrofon. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ist es okay? Gut. Kurz zu meiner Person. Ich habe in Aachen Bioverfahrenstechnik studiert, habe dann zunächst in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet, 2,5 Jahre waren es, glaube ich, und habe mich dann auf eine Stelle beworben, wo es um Gebäudesimulation ging. Das war so mein Einstieg in diesem Bereich der Gebäudesimulation, weitergefasst Gebäudeenergieeffizienz. Die Gebäudesimulation ist ja da so ein unterstützendes Tool. Ich habe dann in diversen Büros gearbeitet und bin mittlerweile bei der Firma Capus und Partner seit 5 Jahren und bin da eingebunden in die Projekte. Capus und Partner, ein paar Worte dazu, ist ein Generalplanungsunternehmen mit ungefähr 300 Mitarbeitern an den Standorten Aachen, Frankfurt und München. Wie gliedert sich die Firma, beziehungsweise eine Folie, wo ich mal eins von diesen diversen Bauprojekten zeigen wollte. Es handelt sich hier bei den Projekten bei Capus und Partner vornehmlich um Laborgebäude und Produktionsgebäude, die immer aber auch einen Sozialbereich dabei haben, also einen Bürotrakt etc. Hier nochmal eine Darstellung, Gesamt Capus und Partner. Ich will da gar nicht so lange drauf eingehen, aber hier sieht man mal die Komplexität dieser Firma. Wir haben hier diesen zentralen Bereich Cooperative Design, wo es um Bauprojekte geht, Generalplanung, Projektmanagement, eigentlich gewerkeübergreifend eben im Bereich der Laborgebäude. Und dann gibt es noch den Bereich der Realisation, also sprich, Capus übernimmt dann auch die Bauüberwachung. Technologie und Prozesse, gerade wenn es um Laborgebäude geht, ist natürlich dann auch wichtig, dass die Prozesse vernünftig geplant und abgebildet werden. Und es gibt noch einen Bereich Business Revolution, mit dem führen wir zusammen Studien durch. Es geht um New Office Design, also da geht es wirklich in den Bereich der Büros und
Da werden innovative Bürokonzepte auch gefunden. Also das ist so ein Gesamtüberblick über die Firma. Wo ordnen wir uns ein? Ich gehe nochmal einen zurück. Hier sieht man Energie und Umwelt. So nennt sich unsere Abteilung. Energie und Umwelt deckt eigentlich ab die klassische Bauphysik, Energiekonzeption, und da finden wir dann diesen Teil der Gebäude- und Strömungssimulation, und wir unterstützen, ich betone, wir unterstützen den Bereich Nachhaltigkeit bei uns, weil wir haben immer viele Teilleistungen im Bereich der Nachhaltigkeit, gerade wenn es um ja, Ökobilanzierung, wie man sieht, Emissionsberechnung, Lebenszykluskosten, da unterstützen wir eben den Generalplanerprozess. Ja, thermische Gebäudesimulation. Ich versuche mal so in groben Zügen mal darzustellen, wie wir uns einbinden in unsere Projekte bei Carpus. Also ich habe es mal deswegen Potpourri genannt. Es ist ein Teilbereich, aber ich hoffe, ich kann damit ganz gut mal demonstrieren, was so ein typisches Aufgabenfeld bezüglich der thermischen Gebäudesimulation darstellt. Erstmal zum Doing der Gebäudesimulation, also was fließt ein? Natürlich, hier sind wir bei dem Thema Bauphysik, die bauphysikalischen Randparameter, darüber hinaus aber eigene Nutzungsprofile, also nicht so wie in der NF bzw. 1895 vorgefertigte Profile, sondern wir versuchen, Gebäude realitätsnah abzubilden. Die komplette Anlagentechnik fließt ein, Bau- und Anlagenkonzepte und natürlich, nicht zu vergessen, der architektonische Gebäudeentwurf. Und wir bilden in dem Simulationstool ein Gebäude praktisch nach. Wir zeichnen Pläne nach, wir machen eigentlich ein 3D-Modell. Und hier sieht man mal ein Beispiel von einem Laborgebäude, was wir vor 3 Jahren, glaube ich, behandelt hatten mit einer thermischen Gebäudesimulation. Wir definieren U-Werte, also die Qualität der thermischen Gebäudehülle. Wir nehmen eine Zonierung vor, so ähnlich wie in der NF, da macht man das ja auch. Aber wir haben unsere eigene Zonierung, die wir dann, hier sieht man einen Laborbereich, hier sieht man Bürobereiche, ist so ein typisches, ja, eigentlich ein typisches Laborgebäude. Ich muss da auch irgendwo meine Arbeit dokumentieren. Und diese verschiedenen Zonen werden behaftet mit sogenannten Internal Conditions. Die beinhalten Personenanzahl, Gerätelasten, Temperatur, Sollwerte etc. Und damit hat man eigentlich das komplette Gebäude thermisch abgebildet. Was noch einfließt, sind Wetterdaten, also auch nicht so wie in einem Monatsbilanzverfahren, dass da ein Standard-Wetterdatensatz einfließt, wie bei der NF, sondern wir picken uns genau den Standort raus, und der Deutsche Wetterdienst hat Wetterdaten aufgezeichnet, und die stehen uns zur Verfügung, und es gibt Extremwetterdatensätze für einen extrem heißen Sommer, wenn man an einer thermischen Behaglichkeit zum Beispiel interessiert ist, und es gibt eine Höhenkorrektur für den Standort. Also zusammengefasst ist es eigentlich so ein typisches Wetter für einen bestimmten Standort. Was einfließt, ist die Außenlufttemperatur, solare Einstrahlung, Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Was sind die Ergebnisse einer thermischen Gebäudesimulation? Lastgänge, Wärme, Kälte, Strom für Belüftung, Strom für Beleuchtung, Strom für Geräte. Aus denen lassen sich dann auch der Energiebedarf, Energiekosten ermitteln bis hin zu einer Wirtschaftlichkeits- und Nutzungskostenberechnung. Heizlast, Kühllast lässt sich auch mit der thermischen Gebäudesimulation durchführen. Ganz gutes Beispiel sind Auslegungen von Flächen, Kühl- und Heizsystemen. Das gelingt mit der thermischen Gebäudesimulation besser, meiner Meinung nach, als mit einer Standard-Heiz- oder Kühllastberechnung. Und dann kommt noch dieses Thema Raumklima und thermische Behaglichkeit. Ich würde gern erstmal kurz darstellen,
wie bindet man denn diese Erkenntnis ein in ein Projekt? Hier sieht man mal einen Lastgang von einem Laborgebäude. Typisch für ein Laborgebäude ist, dass wir nicht nur eine Heizleistung haben im Winter, sondern dass wir hier auch, ist halt stündlich aufgelöst, einen Kühlenergiebedarf im Winter haben. Und wenn man das mal übereinander legt, dann sieht man hier deutlich, dass bei gleichzeitig anfallendem Wärmebedarf des Gebäudes eben auch ein Kühlenergiebedarf besteht. Und das ist so ein Potenzial, was wir immer entdecken bei den Laborgebäuden für eine Abwärmenutzung. Also ich habe eine Kältemaschine und kann auf der Rückkühlseite dann die Abwärme für die Beheizung des Gebäudes benutzen. Da muss ich noch ein Wort zu verlieren, das ist gerade bei den Laborgebäuden für uns schon essentiell, damit wir überhaupt die NF erfüllen können. Das ist also ein wertvolles Mittel für uns, weil ich kann mir das ja anerkennen lassen. Hier nochmal ein Beispiel, jetzt nur der Wärmebedarf betrachtet. Wir legen dann halt auch sehr genau technische Anlagen oder Erzeugerkomponenten aus, in dem Fall ein BHKW. Ja? Hier nochmal eine Gesamtübersicht. Also auch hieran erkennt man schon, dass wir einen Kühlenergiebedarf im Winter haben und einen Heizenergiebedarf. Und daran erkennt man schon dieses Abwärmenutzungspotenzial eines Gebäudes. Nicht zuletzt mündet dann diese Erkenntnis über den Gebäudeenergiebedarf. Also ich weiß es so, dass unsere Haustechnikabteilung, die denken in Lasten, ja, in Leistungen, die wollen halt ihre Kältemaschine unterbringen, ihren Wärmeerzeuger und sie sind weniger interessiert an Jahresenergiebedarf. Und da springen wir in die Bresche und ermitteln im Zweifelsfall eben diesen Jahresenergiebedarf über eine thermische Gebäudesimulation, um dann darauf eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von verschiedenen Anlagenkonzepten durchzuführen. Ja, hier mal so eine Darstellung, die ist ein bisschen kompliziert. Verschiedene Varianten mit unterschiedlichem Invest. Und weil wir den Energiebedarf kennen und damit eben auch die Energiepreise oder die Betriebskosten, lassen sich daraus Amortisationszeiten ermitteln. Ja? Und das mündet dann im Endeffekt, das machen wir dann auch, in Energieerzeugungskonzepten. Ja, ich nenne die mal nicht Energiekonzepte, da gehört ein bisschen mehr zu, sondern Energieerzeugungskonzepte. Ein Energiekonzept wäre für mich dann ganzheitlich, wenn wir auch das Raumklima und die thermische Behaglichkeit betrachten. Also es ist auch ein wichtiger Teilbereich, warum wir Simulationen einsetzen. Gerade bei der Simulation erfährt man was nicht nur über die Lufttemperatur, sondern über die sogenannte Empfindungstemperatur oder wird auch operative Temperatur genannt. Also operative Temperatur berücksichtigt dann eben auch noch die Oberflächentemperaturen, die in der Simulation in einem Raum detailliert abgebildet werden. Hier ein Beispiel von diesem eben gesehenen Laborgebäude, hier einen Bürobereich rausgepickt. Und hier sieht man mal ein drei Tagesverläufe in der Sommerzeit bei einem Bürogebäude ohne Kühlung. Hier sieht man diese Raumlufttemperatur und darunter auf kälteren Oberflächen die operative Temperatur. Jetzt habe ich ein Beispiel, wo wir gesagt haben, lass uns doch mal probieren, wenn man diese Büros mit Nachtlüftung ausstattet. Das kann sowohl über die Raumlufttechnik funktionieren, aber auch über Fensteröffnung, indem man nachts für einen Luftwechsel sorgt, der dann quasi für die Auskühlung der Oberflächen sorgt. Und hier sieht man grundsätzlich, dass das Temperaturniveau dadurch schon sinkt. Also die Speichermassen der Räume oder der umfassenden Raumflächen werden aktiviert. Hier nochmal ein Beispiel, Kühlung über Deckensegel, dann sehe ich quasi keine Temperatur mehr oberhalb von 26 Grad bezüglich der Empfindungstemperatur. Eine andere Darstellung wäre das, für eine Nachtlüftung über Fenster in dem Fall,
und hier nochmal die Variante Kühlung. So ein bisschen zum Verständnis, hier aufgetragen die Außenlufttemperatur und hier immer jeweils, jeder Punkt stellt eine Stunde im Jahr dar mit entsprechender Empfindungstemperatur. Thermische Gebäudesimulation live. Wir hatten uns schon überlegt, dass es vielleicht mal interessant wäre, einfach mal eine Live-Performance darzubieten bezüglich einer thermischen Gebäudesimulation. Wir haben dieses Beispiel sommerlicher Wärmeschutz uns rausgepickt, weil das ja auch Bestandteil der NF ist. Und seit dieser Verschärfung, ich weiß nicht mehr wann sie, ja, vor ungefähr 2 Jahren, ist es eigentlich schon fast eine Notwendigkeit, bei dem sommerlichen Wärmeschutz nicht mehr das Tabellenverfahren zu benutzen, was früher gut funktioniert hat, sondern man ist mittlerweile schon fast gezwungen, diese thermische Gebäudesimulation anzuschmeißen und damit quasi den Nachteil zu führen, den Nachweis zu führen. Sorry. Wie sieht das ungefähr aus? Also erstmal, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, das wurde mir von dem Herrn Servers als Mustergebäude geschickt. Sie haben das, glaube ich, schon in einer Vorlesung oder Übung behandelt. Und das haben wir dann abgebildet, ne, als 3D-Modell und haben das simuliert mit standardisierten Randbedingungen. Wir haben schon simuliert, wir haben es vorher mal getestet, bevor wir es hier vorführen. Aber das wollen wir gleich mal live demonstrieren. Was wir ermitteln, sind dann die Empfindungstemperaturen. Das schreibt die DIN 4108 Teil 2 vor. Und man muss ein bisschen aufpassen. Wir haben gleich wieder diese Darstellung, die Sie eben schon kennengelernt hatten. Aber es sind eben standardisierte Randbedingungen, genormte Randbedingungen. Und die Ergebnisse entsprechen nicht unbedingt den realen Bedingungen. Die Norm teilt Deutschland auf in die Region A, B, C. Früher hieß es, glaube ich, Sommer kühl, Sommer mittel und Sommer heiß. Jetzt gibt es keine Bezeichnung mehr. Wir haben uns da Koblenz rausgepickt als Standort. Koblenz ist sommerheiß, also Region C. Und damit gibt die Norm dann vor, in der Region C ist der Bezugswert der operativen Temperatur 27 Grad und zulässig sind 1200 Übertemperaturgradstunden. Was heißt Übertemperaturgradstunden? Es ist jeweils die Abweichung von dieser 27-Grad-Linie um 1 Kelvin, wäre eine Übertemperaturgradstunde. Und wenn ich hier mal die Summe, das macht Excel für uns, wenn ich hier mal die Summe bilde, komme ich hier auf 4023 Übertemperaturgradstunden, also nicht zulässig. Jetzt ein positives Beispiel, wo wir nur 864 Übertemperaturgradstunden haben, also zulässig. Damit wäre, wenn wir diesen Raum betrachten, der sommerliche Wärmeschutz erfüllt. Wir haben uns 2 Räume rausgepickt, weil alle Räume waren uns jetzt zu viel. Und EG Wohnen, Essen und Küche haben wir es genannt und OG Kind 1. Ja, das sind die beiden Räume, die wir betrachten wollen. Und wir haben da was vorbereitet. Das sieht dann so aus, dass wir 7 Varianten durchrechnen wollen, um zu gucken, mit unterschiedlichen G-Werten der Verglasung und mit entweder keiner Sonnenschutzvorrichtung oder einer innenliegenden Sonnenschutzvorrichtung oder mit einer außenliegenden fahrbaren Verschattung und, was ganz interessant ist, noch dieses Thema Nachtlüften dazu genommen. Was haben wir denn dann für Gradtagsstunden zu erwarten und haben wir den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt oder nicht? Jetzt hatte ich geplant, Ihnen noch ganz kurz zu zeigen, damit Sie nicht gleich nur schauen und verstehen gar nicht, was da passiert, wie das Simulationsprogramm ungefähr aufgebaut ist oder wie man es ungefähr bedient. Okay, wir starten eigentlich mit der Hinterlegung von Grundrissen und zeichnen diese Grundrisse im Programm nach. Das kennt man, glaube ich, auch aus diesen NF3D-Tools, womit man wirklich ein 3D-Modell auch erstellt.
Wir definieren dann die Geschosshöhe und im Grunde genommen ist es eine 1:1 Abbildung von dem Gebäude mit den einzelnen Räumen. Und was dabei rauskommt, ist ein 3D-Modell. Ja, das sieht in dem Fall so aus. Die Farben sind jetzt nicht top, also keine superschöne Darstellung. Die kann man auch ändern, aber die Mühe haben wir uns jetzt nicht gemacht. Was ich noch ganz interessant finde bei der Simulation, auch bei dem Simulationsmodell, es geht auch mit SketchUp, man kann dann Schattenlauf auch simulieren, indem man halt hier an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Stunden Informationen bekommt über die Verschattung des Gebäudes oder welche Flächen sind gerade verschattet. Das ist dieses 3D-Modell, das wird dann überführt in dem Fall ist es EDL-TAS, es gibt unterschiedliche Simulationsprogramme, bekannt ist IDA-i, es ist auch ein bekanntes Programm, ich wollte gerade sagen Solarcomputer, ist es nicht, Trinsys ist ein bekanntes Programm, also es gibt da sehr unterschiedliche Programme, wir arbeiten mit EDSL-TAS. Hier werden diese ganzen Flächen aus diesem 3D-Modell überführt in eine TBD-Datei und da ist es ein bisschen komplexer, definiert man Wetterdaten, ne? Definiert man, hier tauchen die ganzen Elemente wieder auf, Außenwand, Dach, Fensterflächen und so weiter und die werden dann mit bestimmten Konstruktionen behaftet. Man sieht es hier. Die Konstruktionen werden dann auch detailliert abgebildet. Also hier als Beispiel Außenwand, Beton, Dämmung mit einer Hinterlüftung. Hier sieht man den kompletten Aufbau. Es gibt eine Zuweisung, also man hat die ganzen relevanten Bauteile damit definiert, es werden auch Speichermassen berücksichtigt und es gibt die Internal Conditions, die ich dann auch quasi den Zonen zuweise. Hier sind man die Zonen, also komplett unsere Zonierung ist hier aufgelistet und die lassen dich dann behaften mit, ja, ich will gar nicht so weit in die Tiefe gehen, mit sogenannten ICs, wo ich dann halt interne Lasten definiere durch Personen und Geräte, wo ich dann eine Heizungsübergabe definiere, eine Kühlübergabe, wenn ich das dann habe, und ein Thermostat, also die Sollbereiche der Temperatur. So, und wenn man dann alles definiert hat, das ist noch eine Menge Arbeit, das dann wirklich, bis man dann das Gebäudesimulationsmodell komplett hat, dann geht es über in die Simulation. Ja? Und das werden wir jetzt mal live vorführen. Also die erste Variante, die wir uns vorgestellt haben zu simulieren, ist erstmal eine Standardverglasung. Ich gehe mal hier rüber. Also wir betrachten diese beiden Räume, machen dann für diese beiden eben gezeigten Räume eine Auswertung. Hier sieht man Variante 1. Wir haben hier definiert einen G-Wert von 59%. Ja, wir haben mal Herstellerdaten bezüglich Verglasung abgebildet. Man könnte jetzt aufgerundet sagen, G-Wert von 60%, eine Standard-Zweifach Wärmeschutzverglasung. Keine Sonnenschutzvorrichtung, keine Nachtlüftung. Funktioniert das, ja oder nein? Das sieht man hier. Ich meine, der Dimitri ist sehr schnell, was die Simulation angeht. Ich wollte es eigentlich live eintragen. Jetzt haben wir hier 4023 Übertemperaturgradstunden, also haben wir es nicht erfüllt. Ja? So, ich wollte es nämlich live hier eintragen. Ergebnisproduktion. Kann man das noch erkennen so? Ja. Wie viel haben wir da? 4023. Also erfüllt? Nein. Und für das OG Kind? 3891. Also erfüllt? Nein. Ja, was kann man jetzt machen? Wir haben erstmal angefangen, einen indigenen Blendschutz einzusetzen, weil das ja erstmal eine naheliegende Lösung ist. Ich denke mal, das hat fast jeder zu Hause oder zumindest
Wenn eine Fassade stark der Sonne ausgesetzt ist, dann ist es ein herkömmliches Mittel beim Wohngebäude zumindest. Also hier sind jetzt quasi die jährlichen Empfindungstemperaturen stündlich aufgelöst dargestellt und die werden in unser Excel-Auswertetool reinkopiert. Und hier sieht man dann, das übernimmt Excel automatisch hier oben diese Übertemperaturgradstunden, die wir nachgewiesen haben. Also 1964, jetzt sieht man mal 1964, jetzt sieht man die Effizienz dieser innenliegenden Verschattung. Man hat eine deutlich verbesserte thermische Behaglichkeit, aber damit hätte man den sommerlichen Wärmeschutz noch nicht erfüllt. 1992 für das Kind. Also 1200 müssen wir erreichen, immer noch nicht erfüllt. Reicht noch nicht. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Außenliegende Verschattung. Ein bisschen zum Hintergrund, Wirksamkeit, innenliegende Verschattung, außenliegende Verschattung. Man spricht bei einer innenliegenden Verschattung, je nach Farbgebung dieser Lamelle zum Beispiel, von einem FC-Wert oder Verschattungswert von 70%. Das heißt, dass 70% der solaren Einstrahlung noch ins ich wollte gerade sagen Landesinnere, aber Gebäudeinnere dringt oder in den Raum, während wir bei einer außenliegenden Verschattung von einem FC-Wert von als Richtwert ungefähr 25% sprechen. Das ist schon ein Hinweis darauf, was jetzt zu erwarten ist. Durch die außenliegende Verschattung werden diese Übertemperaturgradstunden bzw. die Empfindungstemperaturen grundsätzlich doch stark nach unten gedrückt. Also 239 für den Bereich Wohnen, Essen und Küche. Und für den anderen Bereich 326. Also das wäre jetzt eine Maßnahme, wo man sagen kann, ja, damit haben wir den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. Die Frage ist eben, will man im Wohnbereich, in allen Bereichen eine außenliegende Verschattung haben? Ist nicht jedermanns Sache, ist auch zerstörungsanfällig von außen, Windschutz ist da ein Thema. Also bei starkem Wind droht auch so eine außenliegende Verschattung auseinandergepflückt zu werden. Ich war gerade bei Vandalismus eventuell. Also ist natürlich ein außenliegendes System. Nächste Variante, wo wir gesagt haben, lass uns doch mal mit einem G-Wert dagegen steuern. Also 40% G-Wert, wie man hier sieht, das ist noch keine Sonnenschutzverglasung in Definition, aber man hat schon einen deutlich reduzierten G-Wert als bei einer Standard-Zweifachverglasung. Also es ist eine Verglasung, die, wo ich sagen würde, man sieht nicht unbedingt eine starke Färbung. Also eine starke Färbung wird so vielleicht ab einem Bereich von 30-25% sichtbar werden, also deutlich wahrnehmbar. Man muss aber auch immer mit der Konsequenz rechnen, ja, erstmal hier zum Ergebnis, spannend, 881 für den Bereich Wohnen, 881. Und ich erwarte jetzt bei dem Kind nichts anderes. Ja, schon fast langweilig. 878. So. Ich korrigiere das hier nochmal. Ja. Damit hätten wir den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. Also es geht nicht nur um Erfüllung, sondern es geht auch wirklich um thermische Behaglichkeit. Jetzt eine Variante innenliegend und 47%. Also wo wir mit dem G-Wert der Verglasung nicht so weit runtergehen. Man muss immer ein bisschen bedenken, dass wenn ich die
Wenn ich den G-Wert der Verglasung reduziere, reduziere ich auch meine Lichttransmission. Also ich muss ja immer so einen Kompromiss eingehen aus gutem sommerlichen Wärmeschutz und gleichzeitig hoher Tageslichtausbeute. Tageslichtausbeute eher im Nichtwohnbereich. Im Wohnbereich ist es ein hoher Tageslichtkomfort. Man will ja möglichst viel Licht im Gebäude haben. Also die Kombination ist auch gut denkbar. Und funktioniert. Ja, also 805 über Temperaturgradstunden. Damit erfüllt. Und im Bereich des Kindes 802. Damit auch erfüllt. Jetzt haben wir nochmal die Kombination ins Auge gefasst. Also G-Wert von 47%, keine Verschattung, also weder innenliegender Blendschutz, Jalousien etc., außenliegend auch nichts, aber eben die Wirksamkeit der Nachtlüftung. Nochmal betrachtet. Also Nachtlüftung, wir handeln ja viel Nichtwohngebäude oder eigentlich keine Wohngebäude. In den Nichtwohngebäuden empfehlen wir häufig die Nachtlüftung. Also die Umsetzung über Fensterlüftung ist bei Nichtwohngebäuden schon sehr schwierig, weil man da immer im Auge behalten muss, Einbruchschutz, versicherungstechnisch ist es manchmal sehr schwierig. Es gibt ja diese Öffnungselemente, die opaken, sind meistens so vertikale Elemente. Die haben so ein Wetterschutzgitter davor und die lassen sich dann rein theoretisch nachts öffnen. Das ist die Fensterlüftungsvariante, aber weil wir häufig in den Nichtwohngebäuden eben mechanische Belüftung haben, kann man die auch, ich sag mal so bei einer halben Fahrweise, 50% der Leistung nachts laufen lassen und holt sich dann quasi die kühlere Luft von draußen rein und das hat schon einen Effekt. Beim Wohngebäude kann man das natürlich auch machen. Hier ist auch wieder die Frage, will man das im unteren Bereich? Also will man dann die Fenster nachts offen stehen lassen? Hier hatten wir, aber man sieht hier die Wirksamkeit, 776 über Temperaturgradstunden. Und beim im ersten OG 621. Also eine ziemlich, man sieht hier deutlich diese Reduktion der Raumlufttemperatur natürlich auch, aber in dem Fall der Empfindungstemperaturen. Als letzte Variante haben wir noch in Betracht gezogen, wirklich nochmal diese, ausgehend von dieser Standard-Wärmeschutzverglasung, ohne dass ich über die Verglasung Sonnenschutz quasi einrichte, also ein Standard mit einer innenliegenden Verschattung und einer Nachtlüftung, Nachtauskühlung. Da ergänze ich wieder, ist erfüllt und hier ist es auch erfüllt. So ein bisschen, der Dimitri ist sehr schnell, was die Simulation angeht, man sieht es ja, wir haben es ein bisschen vorbereitet, das muss man schon sagen. Für so eine Simulation mit der Modellierung des Gebäudes, der Zuweisung der ECs, da muss man schon mal mindestens einen Tag ansetzen. Wenn nicht anderthalb Tage, in dem man dann hinterher zu diesen Ergebnissen kommt. Das ist ein deutlicher Mehraufwand im Vergleich zu dem Tabellenverfahren, was ja immer noch gültig ist. Aber wo wir sehen, Tabellenverfahren führt zu keinem brauchbaren Ergebnis. Also ist, ich möchte mal so sagen, es ist strenger, weil es wird im Tabellenverfahren ein Faktor berücksichtigt mittlerweile, der ab einem bestimmten Fensterflächenanteil Negativpunkte begibt und man kann teilweise diese Sonneneintragskennwerte gar nicht mehr erreichen. Und dann haben wir schon nach dieser Umstellung auch auf Simulation festgestellt, das bringt nichts. Also gerade bei Nichtwohngebäuden bringt das nichts mehr. Da muss man Simulationen einsetzen. Hier das Ergebnis mit Nachtlüftung und einem G-Wert von 59% und irgendwie eine Verschattung.
also 621 damit deutlich erfüllt. Oben. Ah, 621. 865 waren es oben, damit erfüllt. Und 725, damit auch erfüllt. So, im Grunde genommen wird man so eine Tabelle jetzt kopieren, wird in eine Präsentation einfügen. Das ist unser, ja nicht tägliches Doing, aber in Projekten in regelmäßigen Abständen. Wird das intern abspinnen, was haben wir für Möglichkeiten, den sommerlichen Wärmeschutz zu erfüllen. Muss nochmal betonen, der ist auch baurechtlich relevant, also der muss erfüllt werden. Und dann würden wir mit so einer Ergebnistabelle zum Bauherrn, ne, im Team, in diesem Generalplanungsteam, würden das zum Thema machen und würden ihn fragen, was ist deine präferierte Variante? Das kann man sich jetzt natürlich hier auch fragen. Also hier würde ich könnte jetzt eine Empfehlung aussprechen, aber im Endeffekt liegt die Entscheidung natürlich beim Bauherrn, kann man schon so sagen. Wenn ich ein Häusle baue, müsste er sich entscheiden, setze ich eine Sonnenschutzverglasung ein. Da müsste ich ihn jetzt aber in die Lage versetzen, ich habe das mal hier aufgeklappt, oder ich habe das versteckt und klappe es jetzt auf. Ja, warum soll ich jetzt nicht hier ein variables System einsetzen? Uns ist mal aufgefallen, weil wir jetzt, das war eher Zufall, dass wir gesehen haben, wenn man sich die G-Werte anguckt, so wie ich gesagt habe, bei einer Standard-Wärmeschutzverglasung habe ich einen TL-Wert von 80% bei dem Glas. Ich habe bei der 47% Verglasung, G-Wert mit 47%, ein TL-Wert von 60%, da sieht man schon, reduzierter G-Wert heißt auch Reduktion der Lichttransmission, also weniger Licht im Gebäude. Aber man sieht auch hier, da waren wir selber erstaunt, wir haben es aber nochmal überprüft, ein G-Wert von 40% in dem Fall erreichen TL-Wert von 71. Also in dem Fall würde ich sogar fast vorschlagen, nimm diese Variante. Ein guter Wärmeschutz, ein guter sommerlicher Wärmeschutz, im Sommer hilft dir das weiter. Wenn du willst, kannst du das natürlich auch noch gerne kombinieren mit einer innenliegenden Verschattung, die ja dann flexibel reagieren kann. Ich kann die im Winter bei diffuser Strahlung, kann ich die hochfahren. Ich habe für den Sommer mit dieser Kombination, mit einer innenliegenden Verschattung, habe ich eigentlich eine super Kombination. Das ist insofern erstaunlich, weil das hier eine hohe Selektivität zeigt der Verglasung. Also das ist auch noch so ein Faktor, sollte man im Auge behalten. G-Wert niedrig bei gleichzeitig relativ hohem TL-Wert, also einer hohen Lichttransmission. Ja, ansonsten ist es eine Bauherrenentscheidung. Ja, ich habe eigentlich vergessen, eine Abschlussfolie einzubauen. Aber das ist jetzt erstmal unsere Live-Performance gewesen. Sind Fragen im Publikum? Eine Frage hätte ich auch noch. Das Thema BIM, also Building Information Modeling. Die Sau wird ja schon seit Jahren durch diverse Dörfer getrieben. Alle sprechen davon, wir überlegen als Hochschule Module aufzulegen zum Thema BIM. Wie sind da deine Erfahrungen? Und Schnittstelle klang ja schon mal raus als Problem, dann das Problem der linearen Leistungsphasen, gewerkeübergreifend das zu koordinieren, ist ein weiteres Problem. Prognose dazu, wird das in dem Umfang kommen, wie es in anderen Ländern vielleicht schon ist, oder? Ich kann es eigentlich nur aus den Projekten beurteilen, rund um den Laborbau. Und da wird es immer mehr gefordert vom Bauherrn. Das ist schon fast ein Kriterium mittlerweile
bei VRF-Verfahren oder bei Vorstellungen beim Bauherrn, wenn man dieses Thema nicht einbindet, und der Bauherr hat das ja im Anforderungskatalog, und wir können es immer gut darstellen. Wir haben ja auch einen Kooperationspartner, die Formitas, die halt da sehr fit ist, was das Thema BIM angeht. Und gerade in den letzten Projekten, die jetzt auch wirklich durchstarten mit BIM, gewerkeübergreifend, da findet das bei uns statt, aber die sind gerade so am Start, die Projekte, und gerade da wurde es, was immer ein Kriterium, glaube ich, auch, um den Auftrag überhaupt zu bekommen. Also insofern kann ich es nur beurteilen bei Nichtwohngebäuden, bei komplexeren Gebäuden, die ja dann auch eher Kollisionsprobleme haben mit der wilden Haustechnik, die da drin steckt, Lüftung, Gase, irgendwas, wo es dann um Kollisionen und weniger Probleme hinter auf der Baustelle geht. Also der, ich glaube, dieses komplette BIM-Modell hat gerade bezüglich, es ist mehr Aufwand am Anfang, dafür weniger Kollisionen hinterher und eine höhere Sicherheit. Aber ich glaube, das kommt. Wie weit es jetzt bei simplen Bürogebäuden notwendig ist oder bei einem Häuslebau, das kann ich nicht beurteilen. Noch eine Ergänzungsfrage dazu. Gibt es Fachplanungsleistungen, die sich daraus tun können, Tragwerksplanung als Beispiel, oder müssen eigentlich alle mitziehen? Wir haben jetzt bei den beiden Projekten eigentlich geplant, alles einzubinden. Also auch die Tragwerksplanung. Die Tragwerksplanung, genau wie wir sind ja ein ähnliches Beispiel, wir kriegen das auch so hin. Zumal bei uns ja nichts zurückgespielt wird. Also auch bei einer NF-Berechnung weiß ich von Solarcomputer, es wird das Modell, ne, das ist die Vereinfachung, es gibt das Modell aus Revit heraus in Solarcomputer, ich führe die Berechnung durch, ja, NF erfüllt. Es steht ja nicht hinter dem Modell drin, NF erfüllt. Noch nicht mal die Konstruktionen werden zurückgegeben. Die muss ich mir in Revit erst basteln. Ja? Die Architektur stellt die Konstruktionen dar. Wir müssen das aber nochmal nachbasteln. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Diese Schnittstelle gibt es nicht. Es geht nur um das Zonenmodell, was dann übertragen wird in Solarcomputer. Und das heißt, es gibt kaum Rückfluss. Bei der TGA gibt es natürlich viele Rückflüsse in das Modell hinein. Also zum Beispiel Größe der Heizkörper, Heizlast, Kühllast etc. Da wird ziemlich viel zurückgespielt. Jetzt bin ich nicht so ein Tragwerksexperte, aber doch, natürlich wird was zurückgespielt, Dimensionen und so weiter. Das findet jetzt momentan bei uns statt. Also da hinken wir eher hinterher und sagen, ja, wir haben ja immer noch das Backup. Es funktioniert so, aber schön wäre es für uns, uns auch da einzubinden. So, gibt es weitere Fragen Ihrerseits? Ich denke nicht. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für den interessanten Vortrag. Vielen lieben Dank dafür. Gerne. Und ja, Sie können jetzt Ihre Zustimmung dadurch äußern, dass Sie auch sich irgendwie bemerkbar machen. Okay. Dann habe ich den Lothar Kirschbauer gesehen da oben. Das heißt, wir sind zu zweit. Ist das richtig? Was die Unterschriften angeht, das heißt, es geht doppelt so schnell. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Und für die Externen, wie gesagt, die Liste. Vielen Dank.